Synthpop ist überall und nirgendwo. Was die Pioniere von Kraftwerk vor Jahrzehnten aufgebaut haben, ist mittlerweile schon im Mainstream angekommen. Es gehört zum Einmaleins der Musikszene. Aber wie schaut's aus mit reinem Synthpop? Also mit Synthpop ohne Lyrics? Das ist dann sehr nahe bei Elektro und Elektro ist sehr nahe bei Techno. Und Techno gilt ja als die Ausgeburt der Hölle, diese Raver-Musik, die Musik für die drogenversifften Clubs dieser Welt. Und um diesem Klischee jeglichen Wind aus den Segeln zu nehmen, würde ich sagen, schauen wir uns aktuellen Synth- und Indie-Pop an. Sowas wie Hannah Peel zum Beispiel. Hannah Peel, die mit Fur Wave ein Album herausgebracht hat, ja, Anfang des Jahres oder so im ersten, zweiten Quartal dieses Jahres, das jetzt auch für den Mercury-Preis nominiert ist. Also, es geht heute um Synth-Pop ohne Lyrics. Wir haben wieder ein sehr, ja, sagen wir mal, musikalisches Sonderwerk zu besprechen. So, die größte Frage ist natürlich gleich am Anfang zu klären, wer ist Hannah Peel? Wer Hannah Peel noch nicht kennt, hier gibt es eine kleine Zusammenfassung. Hannah Peel wurde in Nordirland 1985 geboren, ist mit 8 Jahren dann nach Barnsley gezogen. Ihr Vater war ein Folkmusiker, also ob er jetzt erfolgreich war oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall spielte er in einer Folkband, hatte sehr viele Auftritte und hat seine Tochter da schon sehr früh mitgenommen. Hannah hat dann in weiterer Folge beschlossen, ihr ganzes Leben eigentlich mehr oder weniger der Musik zu widmen. Das hat sie insofern dann gemacht, dass sie in Liverpool auf der Musikuni studiert hat, nämlich Geige, Posaune und Klavier. Also analoge Instrumente, klassische Instrumente kann sie nicht nur spielen, sondern sie beherrscht sie wirklich perfekt. Das Spannende an der ganzen Sache ist aber, wenn man sich vor Augen führt, dass sie nicht nur analoge Musik macht, sondern eben auch sehr viele elektronische, digitale Musik sozusagen in ihren Katalog aufgenommen hat und das eigentlich ihr Aushängeschild geworden ist. Und so ist es jetzt eben auch bei Furwave. Sie hat sich dann schon einen Namen machen können, indem sie zum Beispiel auf BBC 3 eine eigene Radiosendung hat oder für verschiedene Film- und Fernsehproduktionen schon diverse Scores geschrieben hat, also diverse Musikstücke, unter anderem für Game of Thrones, für das sie auch für einen Emmy nominiert wurde. Ja, und dann macht sie eben noch Solo-Musik und das letzte Projekt von ihr ist Furwave und das ist eben Anfang des Jahres herausgekommen. Um uns mit Furwave näher beschäftigen zu können, müssen wir noch eine Person vorstellen, nämlich Dilia Derbyshire. Derbyshire war in den 1960er Jahren sozusagen eine der absoluten Pionierinnen der elektronischen Musik. Sie hat damals schon begonnen, eben mit Synthesizern zu arbeiten. Sie hat in den 1960er Jahren dann auch eine eigene Radiosendung bekommen, ein eigenes Projekt, so ein Künstlerprojekt, ebenfalls auf BBC, nämlich Radiophonic, wo man damals diese neue Musik vorgestellt hat und gleichzeitig auch gewisse Musikproduktionstechniken den Zuhörerinnen näher bringen wollte. Und Dilia Derbyshire ist leider Gottes relativ früh gestorben, da waren viel Drogen und Alkohol im Spiel, hat aber natürlich ein unglaubliches Werk hinterlassen, also sehr viele, nicht nur Fragmente, sondern komplette Sachen. Und die sind nach ihrem Tod alle in eine Bibliothek gewandert. Und in dieser Bibliothek hat Hannah Peel angefragt, ob sie sich nicht bedienen darf, ganz einfach, an Dilias Werk. Und die hat dann kulanterweise gesagt, ja, passt, du darfst das machen, du darfst dir Fragmente nehmen davon, du darfst dir Sachen auswählen sozusagen, nimm dir, was du brauchst. Und das war quasi dann der Grundstein für Furwave, das ist der Grundstein für dieses Album, das Hannah Peel jetzt eben rausgebracht hat. Das bedeutet, in Hannah Peels Musik geht es insofern um eine Anerkennung, um ein Andenken an eine Pionierin der elektronischen Musik und gleichzeitig, und das zieht sich bei Hannah Peels Diskografie so durch, immer um diese Verbindung zwischen elektrischer Musik, Synthpop eben, Synthesizern und Naturwissenschaft der Erde allgemein. Also es ist eine sehr natürliche Sache, eine sehr elegische Sache. Das wären wir dann wieder bei Nabaya Garcia vom letzten Mal, da haben wir auch über Elegie gesprochen ein wenig. Das ist jetzt bei Furwave noch viel mehr der Fall. Furwave ist ein Album mit 7 Tracks, das ungefähr 36 Minuten lang dauert. Wie gesagt, reine Instrumentals, absolut keine Lyrics, Synthesizer, Musicboxen, das war's. Natürlich noch viele Drums und so weiter, aber nur, also wirklich nur Musik, die rein elektronisch gemacht wurde. So, das ist jetzt natürlich was, das wird nicht für jeden irgendwie ansprechend sein, weil gerade diese, es ist kein Krawall oder so, aber eben gerade diese Hemmschwelle zu übergehen, dass man sich solche Sachen anhört, kann bei dem anderen, beim einen oder anderen eben größer sein. Das ist leider so. Auf jeden Fall ist es so, dass wir hier Gedichte haben. Wir haben wirkliche Gedichte, die eben erzählen
von der Natur, die einen gewissen Aufbruch symbolisieren. Gleichzeitig bietet Hannah Peel aber immer dem Hörer die Möglichkeit des Rückzugs. Also wenn es zu viel wird, sie weiß selber, wann es zu viel wird sozusagen und legt dann wieder das Gaspedal beiseite und tritt auf die Bremse, um dem Hörer wirklich genug Spielraum zu geben, um eben nochmal durchschnaufen zu können. Und das ist dann nichts anderes wie ein schöner Ausflug in der Natur. Man kann den bildlich vor sich sehen, obwohl man nur hört sozusagen, aber man bekommt Bilder, man bekommt Farben, man bekommt Stimmungen. Und das ist was sehr, sehr spannend ist. Das ist was man nicht unbedingt erwarten würde und das ist auch was auch nicht so alltäglich ist, beziehungsweise was so wunderbar funktioniert. Die Musik von ihr schlägt so wirklich in Wellen zu. Man hat eben da mal diese Ebbe, wo es ein bisschen ruhiger ist, und dann die vollkommene Flut, wo es dahin geht mit dir, wo du denkst, yes, genau das ist es. Genau sowas will ich haben, genau sowas will ich hören. Und man kann Farben sehen, man kann Bilder sehen. Vor allem sieht man, dass Hannah Peel ihr Handwerk versteht. Man kann eben sehen, wie Hannah Peel Dilia Derbyshire ehrt und gleichzeitig auch ihr Vermächtnis sozusagen nochmal weiter ausbaut, auf eine neue Ebene bringt, eben dieses sie selber nicht vergessen lässt. Und das ist was sehr toll ist. Ich denke, das Spannendste an diesem Album ist, dass es eigentlich wirklich Musik aus der Buchse ist, die ja wirklich einen sehr schlechten Ruf hat, gleichzeitig aber auch was ist, das sehr viel mehr Emotionen hervorrufen kann, wie große Mainstream-Balladen, große Mainstream-Pop-Balladen. Und das ist genau der Unterschied, was ein Album oder ein Werk von Hannah Peel zum Beispiel von anderen unterscheidet. Genau da liegt der Unterschied. Wir haben das schon bei Nubia Garcia angesprochen, der Mercury-Preis setzt sich keine Grenzen. Das bedeutet, wir haben neben Jazz-Nummern wie bei Nubia Garcia eben jetzt auch solche Sachen, Synth-Pop, Indie-Pop, elektronische Musik ohne sämtliche Lyrics, die da nominiert sind, die sich eben nicht so gut verkaufen, aber trotzdem so eine enorm gute Musik sind, dass sie eben für das beste Album des britischen Jahres sozusagen nominiert sind. Hannah Peel's Firewave gehört da sicherlich dazu. Wie gesagt, das sind 7 Nummern, die für einen perfekten Ausflug sich eignen, den man vielleicht nicht unbedingt zu Fuß machen muss, sondern sich eben nur auf die Couch setzen kann und dann selber in Gedanken sozusagen diesen Ausflug machen. Umgekehrt geht es aber auch, also man kann natürlich auch ins Freie gehen und dabei diese Musik genießen und das ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis, muss man ganz klar sagen. Natürlich, wie bewertet man sowas? Immer schwierig, weil gibt es da Vergleichswerte und so weiter und so fort. Ich muss sagen, es eignet sich einfach perfekt zum Träumen und wenn sich was perfekt zum Träumen eignet, dann gibt es von mir eine 4 von 5 oder eine 8 von 10. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass der Mercury Prize dieses Album nominiert hat und dass mir irgendwie diese hirnrissige Idee gekommen ist, jedes Album sich da genauer anzuhören. Sonst wäre ich nie auf dieses Album gekommen und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut. Also wer sich ein bisschen außerhalb der Komfortzone bzw. außerhalb des sonst so üblichen Sounds mal probieren will, der kann sich Hannah Peel's Firewave definitiv aufschreiben und anhören. Ihr werdet es nicht bereuen, ganz versprochen. Auf jeden Fall war das unser drittes Video in der Mercury-Preis-Serie. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal unterstützt. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns in ein paar Tagen wiedersehen. Bis dahin, ciao.